Du kannst doch die Finger nicht von uns lassen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Ach, du bist ja echt, also wirklich. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Die wollen wir auch gar nicht dabei haben. Ich gehe fort. Für immer. Ja. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So, wie mache ich denn jetzt die Lunte an? Das wird ein spektakulärer Abgang. So. Lunte. Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Tschüss, du alte Kackbratze. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Oh! Aber wir sind an Bord. Da haben wir es der alten Kackfrau doch mal gezeigt. So, hier, lebst du noch, Kumpel? Jawohl. Noch einmal. Und nochmal. Hallo. Und der Koffer ist auch dabei. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Okay. Wie geplant. Vor allem vertüdelt? Dann mach doch mal das Köpfchen auf. Der Koffer hat sich im Müllschacht verkeilt. Wie geplant. Kannst du den aber nicht nehmen hier? Dann packen wir mal das ganze Zeug ins Inventar. Die Zahnbürste. Hallo? Das Wichtigste nimmst du nicht mit, oder was? Nur gut. Socken und Proviant. Ja. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Ein gut geöltes Getriebe. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Ach, klar. Der Herr Professor wollte ihn mich nicht mitnehmen. Jetzt, machen wir damit. Damit kriege ich die nie auf. Ach. Was macht man dann hier überhaupt? Kann ich hier oben hingehen? Was haben wir noch? Nee. Ach, da. Eine Klappe. Dahinter schläft der Wartungsarm. Dann hol den mal raus und weck den Keine Wartungsarm. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Ja. Wasabi-Nüsse. Bringt es denn was, wenn ich die Socken... Ich das hier mache. Wieso? Die sind doch noch gut. Ja, hast recht. Tut mir leid. Ich habe nicht nachgedacht. Da sind schon genug Ölflecken drauf.
Tja, was soll ich jetzt hier tun? Übersehe ich gerade was? Ja. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ach ja. Jetzt könnten wir sie gebrauchen. Was machen wir denn hiermit? Vielleicht irgendwie was? Kann man damit die Zahnräder blockieren? Ah! Ach ja, jetzt mit dem Socken vielleicht. Huch! Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Ja, solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Solange die Klappe zu ist, kann ich ihr auch keine Socke anziehen. Keine Chance. Ja, das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Und da ist es auch frisch geblieben in der Couchritze. Gut, dann machen wir es nochmal. Und jetzt nehmen wir den Socken und machen den über die Klappe. Komm schon, jawohl. Sehr gut. Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was? Hehe. Auf. So. Ach, den kann er einfach abreißen. Na, das ist ja... Nimm den Socken wieder mit, den brauchen wir vielleicht noch. Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Hallo, nimm den Socken mit. Dann eben nicht. Dann nehmen wir den Arm und dann können wir doch das Gitter hier aufreißen, oder? Jawohl. Oh oh. Welch Holde mal. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Und wie willst du das tun? Dann gehen wir durch die Luke. Rufus. Oh. Okay. Ansprechen können wir es ja nicht. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Und was haben wir denn da jetzt? Er rührt sich nicht. Grün? Haha! Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Oh. Ah. Oh. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Na klar! Los, werft ihn über Bord! Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. War wohl nix. Oh oh. Oh. Und es geht abwärts. Juhu. Huch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Aua. Und wo ist die Holde Maid? So nah dran. Aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Ja, das bist du wohl, Rufus. Das bist du wohl.
So, was haben wir hier jetzt alles? Wo sind wir hier überhaupt? Hier, guck mal, eine schöne Motorhaube. Und eine Windschutzscheibe. Dann machen wir auf und gucken, was die Kiste unter der Haube hat. Hm, verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Okay. Ist er auf? Na toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Na, immerhin etwas. So, was haben wir hier? Was haben wir da? Was ist das denn? Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Das kannst du von hier lesen, oder was? Ist das hier der Harvey? Lobo sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest. Und das hier? Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Aha. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Hm, wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ja, die Augen sagen auch, dass er fast einschläft. Geht's hier runter vielleicht? Nee. Wo geht's? Schwarzes Brett. Da müssen wir hier zum Dorf kehren. Was ist denn hier los? Was ist das da? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Dann lass uns doch mal ins Rathaus gehen und gucken, was hier so vor sich geht. Hör mal der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Die Dame hier, die Lotti, die ist übrigens wunderhübsch, möchte ich mal sagen. Und so graziös. Schön. Können wir denn mit der jungen Dame reden? Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Hallo, Lotti. Na, Schnecke. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Schon wollen hier alle helfen. Flätzchen. Ja, Lotti, du bist sowieso die Schönste, würde ich mal sagen. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer.